Ja, guten Abend, liebe Geschwister, auch von mir. Schön, euch zu sehen. Klasse. Ja, auch zu Hause, alle, die zu Hause sind. Ja, bevor wir anfangen, also die Geschichte, die wir hier lesen in 2. Mose 14, da sind wir ja letztes Mal durchgegangen. Und wir gehen heute in 2. Mose 15. Und das ist das Lied des Mose. Mittendrin in dieser ganzen Geschichte kommt ein Lied. Das Lied von der Rettung. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Gedicht geschrieben hat oder ein Lied. Es gibt solche Momente, wo ein besonderer Moment im Leben kommt, der besungen werden muss irgendwie. Er muss gesungen werden. Und das ist hier eigentlich der erste große Moment in der Bibel, wo ausführlich ein Lied gesungen wird. Der erste Psalm, wenn man so will, das Rettungslied. Und es ist dieser Moment des Innehaltens, des Genießens auch, dessen, was man erlebt, erfahren hat. Ja, durch Musik wird es nochmal verstärkt, nochmal geht es noch tiefer rein ins Herz. Aber wir werden gleich sehen, dieses Lied, was hier jetzt steht, wir haben nur den Text. Ist eigentlich schade, ne? Man hätte ja gerne irgendwie auch die Mucke dabei. Wir würden uns wahrscheinlich wundern, wenn wir es hören würden. Würde es wahrscheinlich für unsere Ohren ziemlich strange, ziemlich fremdartig klingen. Ja, das wäre auf jeden Fall nicht so ein Lied, wie wir es gerade gehört haben. Ja, natürlich, Stefan, na klar, manche sind ja hochgebildet und haben schon Musik aus verschiedensten Kulturen gehört, aber dennoch, wir wissen nicht, wie es geklungen hat. Wird wahrscheinlich ganz anders noch geklungen haben. Musik ist ja ein Stück Kultur, was sich immer im Laufe der Zeit auch verändert. Wir wissen nicht, wie sie dieses Lied gesungen haben. Wir wissen, dass weiter unten in Vers 20 dann auch die Prophetin Miriam, Aarons und Moses Schwester, das Tamburin zur Hand nahm und alle Frauen mit und sie auch dieses Lied gesungen haben. Also es ging schon ab irgendwie. Hollywood. Ach, was du dir so vorstellst, Stefan. Na gut. So. Bevor wir das jetzt aber machen und hier in den Text reingehen, wollte ich einmal Ellie bitten, nach vorne zu kommen und vielleicht ein kurzes Lied zu singen, auch ohne Gesang und Musik, von dem, was Gott so am Sonntag gemacht hat. Das ist jetzt ganz gemein, völlig unvorbereitet, aber Ellie ist ja spontan, ne? Vielleicht magst du ein bisschen kurz was erzählen. Ah, ich muss jetzt laut sprechen, richtig? Hört ihr mich? Ja, schön laut sprechen. Moment. ja, der Jörg hatte schon vorhin kurz geguckt und dann wusste ich schon, irgendwas kommt heute noch. Ich bin froh dieses Mal, dass ihr nicht so viele seid. Aber für diejenigen von euch, die nicht wissen, was vorgefallen ist, wir waren als Jugendliche letzte Woche Sonntag draußen, um den Obdachlosen nochmal zu dienen. Wir haben sehr viel Essen gehabt, wir hatten auch Bibeln und alles, um einfach mit denen zu sprechen und denen noch was dazulassen. Und
Wir waren insgesamt, wenn ich mich richtig erinnere, 18 oder 19 Leute. Also das waren schon recht viele. Bevor ich die Gemeinde gefragt hatte, waren wir irgendwie 8. Und dann sind so viele Jugendliche irgendwie hier gewesen und die sind alle dazugekommen und irgendwie jeder hat geholfen. Das war echt erstaunlich. Wir wussten nicht mal, wo wir alle hinschicken sollen, um ehrlich zu sein. Wir haben aber dann gut Orte gefunden. Wir hatten gute Gespräche. Also ich weiß, dass wir zum Beispiel, also wir waren dann immer so in Zweier-, Dreiergruppen. Wir durften ja nicht, also es, die Gruppen durften einfach nicht zu groß sein. Und alle, also das Essen ist zum Beispiel gut weggeworden. Wir hatten wirklich sehr gesegnete Gespräche. Wir durften für viele Leute beten. Und ja, wir haben einfach gemerkt, wie stark Gottes Liebe für die ist. Einfach auch in uns, aber auch, wenn man so gesehen hat, wie viele Leute er einfach berufen hat. Irgendwie, wie viele Leute er gerufen hat und wie lange wir teilweise auch da waren. Also viele haben gesagt, ja, ich will irgendwie nur eine Stunde da sein, dann waren die aber doch schon 2-3 Stunden da und es hat sich nicht mal so lange angefühlt, also es war sehr, sehr gesegnet. Was ist das? Soll ich noch irgendwas sagen? Okay. Nö, ja. Nö. Wenn dir nichts mehr einfällt. Wir haben noch nicht mit jedem wirklich gesprochen, deswegen weiß ich nicht bei den allen, was die für Gespräche hatten, aber bei uns war da einer, dem ging es halt sehr, sehr schlecht. Wir haben mit ihm gesprochen und er hat irgendwie direkt angefangen zu weinen. Also da hatte er schon direkt Tränen in den Augen. Man konnte sehen, ihm ging es wirklich nicht so gut. Er hat uns dann erzählt, was eigentlich los war. Und er hat gesagt, wenn die da schlafen, dass man da, dass da immer einer wach bleiben muss, um irgendwie zu gucken, dass nichts passiert. Und wir waren da alle sehr von getroffen und und durften da auch am Ende für ihn beten, da war ich sehr dankbar für. Aber für mich ist nochmal klar geworden, wie viel schlimmer die es einfach haben und wie sehr sie Gott dann doch noch brauchen. Und ich weiß, dass ich mich in dem Moment einfach sehr hilflos gefühlt habe, weil ich mir dachte, ich weiß nicht, was ich mit denen machen soll. Ich weiß nicht, was ich mit der Information machen soll. Alles, was ich tun kann, ist für diesen Mann zu beten. Tag und Nacht, also wirklich zu beten und darauf zu hoffen, dass der Herr dann in sein Leben eintritt. Und ich würde euch einfach bitten, das auch zu machen. Also wirklich, manchmal vergisst man das ja und ich kann es auch nachvollziehen, aber die brauchen das. Die brauchen das. Ja, vielen Dank, Elli. Schön zu hören. Ja, und es ist auch wieder so ein Bericht, ein Gesang von dem, was Gott tut, wo Gott an der Arbeit ist. Ja, es ist ein Krieg. Es ist ein Kampf. Es ist nicht ein Kampf gegen Fleisch und Blut. Es ist ein Kampf gegen Mächte und Gewalten der Finsternis. Diese Mächte und Gewalte der Finsternis wollen unser Herz hart und kalt machen. Dass wir an Menschen achtlos vorbeigehen, dass wir Menschen in ihrer Not, in ihrer Armut, in ihrer auch Gottesferne, dass wir sie einfach ihrem Schicksal überlassen und sagen, ist nicht mein Thema. Ist nicht mein Ding. Und dann sind wir wie der Priester oder der Levit, wechseln die Straßenseite und gehen vorüber. Jesus hat gesagt, die Gesetzlosigkeit wird Überhand nehmen und die Liebe wird in vielen erkalten. Und wenn wir uns aufmachen, dann hat Gott eine Chance, unsere Herzen warm zu machen. Da hat Gott eine Chance, dass die Liebe, die er uns in uns hineingegossen hat, fließen kann, weiterfließen kann. Und das ist großartig. Deswegen ist es ein Siegeslied, was wir eben gehört haben. Auch wenn wir noch viel Elend sehen, auch wenn die Not noch nicht gewendet wurde, aber ein Schritt ist getan.
Und das ist das Gute. Wir können diese Schritte gehen mit Jesus und Siege erringen. Und dieser Kampf ist, wie gesagt, nicht gegen Fleisch und Blut. Es ist nicht ein Kampf gegen Menschen. Es ist, wie gesagt, ein Kampf gegen Mächte und Gewalten. Es ist auch ein Kampf in uns. Paulus hat diesen Kampf beschrieben als den Kampf zwischen Geist und Fleisch. Und wenn wir jetzt gleich in das Lied eintauchen, dann werden wir sehen, da wird uns gesagt, dass der Herr, das Jahwe, ein Mann des Krieges ist. Und das ist wichtig zu verstehen, was das bedeutet für uns. Aber wir steigen jetzt erstmal ein, wir gehen nochmal einen Schritt zurück, gehen mal wieder zurück in die Geschichte rein, bevor wir wieder das Ganze auf uns anwenden. Wir wollen erstmal wieder zurückkehren zu Mose, zu den Israeliten dort. Sie schauen auf das Meer oder was immer das hier für ein riesiges, naja, es ist ein großes Gewässer, ein tiefes Gewässer, sodass ein Heer ertrinken konnte darin. Sie schauen dort auf dieses Meer und das Wasser. Und das ganze Heer, was hinter ihnen war, was hinter ihnen her war, was sie in Todesfurcht versetzt hat, es ist weg, es ist nicht mehr da. Da ist nur noch das Wasser. 2. Mose 15, Vers 1. Damals sangen Mose und die Söhne Israel dem Herrn dieses Lied. Sie sagten, singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Pferd und Wagen warf er ins Meer. Das ist sozusagen die Überschrift, beziehungsweise vielleicht ist es auch so eine Art Refrain gewesen. Denn wir sehen in Vers 21, wenn Miriam das Tamburin in die Hand nimmt und die Frauen sozusagen den Gesang fortsetzen, dass sie genau dasselbe singen. Sie singen in Vers 21, singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, Pferd und Wagen warf er ins Meer. Sie greifen also diesen Vers wieder auf, wie so ein Kehrvers. Vielleicht ist es so wie in Psalm 136, dass dieser Kehrvers immer wieder zwischendurch gesungen wurde. Vielleicht war es so, wie wir das in vielen Gesängen, in vielen Völkern finden, dass es sozusagen so einen Vorsänger gibt, der eine bestimmte Zeile singt und dann singt die große Gruppe diesen Kehrvers, der sich dann immer wiederholt. Und dann erzählt sozusagen der Vorsänger weiter die Geschichte, singt die Geschichte weiter. Er hat dann immer Zeit, sich einen guten Reim vielleicht auszudenken oder die richtigen Worte zu wählen, um dem Ganzen so die poetische Form auch zu geben. Und so ist es dann so ein spontaner Lobgesang, der dann entsteht. Wir wissen es nicht genau, wie es gewesen ist. Aber ich kann mir das sehr gut so vorstellen. Vielleicht ist es aber auch so, dass nur dieser erste Vers damals spontan gesungen wurde. Und Mose das Lied erst später weiter ausgearbeitet hat. So ganz genau wissen wir das nicht. Aber wir lassen es einfach mal so stehen und schauen uns das jetzt nochmal genauer an. Damals sangen Mose und die Söhne Israel dem Herrn dieses Lied. Gesang. Eins der schönsten Themen, wo ich am liebsten die ganze Zeit drüber erzählen will. Aber eigentlich will ich nicht erzählen. Nein, ich möchte singen. Und es ist nicht so furchtbar und so traurig, dass uns das Singen so madig gemacht wird in dieser Zeit. Dass es so, ja, so herabgesetzt wird als etwas, was gefährlich ist. So wie die persönliche Nähe, die Umarmung, der Bruderkuss, der Kuss der Liebe gefährlich geworden ist. Er war es ja eigentlich schon immer.
Ja, lass uns immer wieder darum ringen, bei aller Unterordnung unter dem Gesetz, bei aller Liebe auch zu unserem Nächsten, wo wir uns zurückhalten und zurücknehmen. Lass uns darum ringen, dass wir das aber nicht verlieren. Den Gesang, den Kuss, die Umarmung. So was Kostbares. Und du kannst es nicht einfach nur übertragen. Gott hat uns leiblich geschaffen. Wir sind eine Einheit, Geist, Seele und Leib. Und wir werden auch in Ewigkeit einen Leib haben. Wir werden nicht irgendwelche Geistwesen sein. Jesus ist leiblich von den Toten auferstanden. Auch wir werden einen Leib haben, mit dem du jemand umarmen kannst. Mit dem du essen kannst, trinken kannst, mit dem du schauen kannst, hören, fühlen. All diese Dinge wird es in Ewigkeit geben für uns. Es ist ein tiefes Ringen darum, auf dieses wertvolle, kostbare Gut zu verzichten. Aber lass es uns nicht verlieren als einen inneren Ausdruck von Liebe, von Freude. Wenn wir die Liebe nicht ausdrücken, wenn wir die Freude nicht ausdrücken, dann verkümmert sie. Gott hat uns leiblich geschaffen, damit das, was in uns ist, auch ausgedrückt werden kann. Deswegen singt zu Hause, singt, was das Zeug hält. Und wenn du nicht singen kannst, zu Hause hört dich keiner, dann sing umso lauter. Singen sollen wir nämlich, Epheser 5, Vers 19. Der Zusammenhang ist hier, Vers 15, seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und wem es an Weisheit mangelt, der bitte Gott, dass er ihm Weisheit gibt, dass er weiß, wie er in dieser Zeit gottgefällig leben soll. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Eine schwierige Zeit, eine schwere Zeit. Darum seid nicht töricht, seid nicht dumm, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Berauscht euch in dieser Zeit nicht mit Wein. So eine große Gefahr, allein zu Hause zu sitzen und dann die Flasche aufzumachen. Denn darin ist Ausschweifung, sondern werdet voller Geist, streckt euch aus nach dem Geist Gottes, dem Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Und der Geist zeigt seinen Charakter in der Frucht des Geistes. Das ist Liebe. Freude, Frieden, Sanftmut, Geduld, Güte, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung. Alles zeigt das Wesen unseres Herrn. Und das ist der Heilige Geist. Und danach streck dich aus, dass du voll bist, erfüllt bist, mit dem Heiligen Geist, wenn du alleine zu Hause bist. Auch wenn du in der Gemeinde bist oder unterwegs bist. Aber ja, es ist eine Zeit, wo wir vielleicht viel zu Hause sind, wo vieles
nicht mehr möglich ist, dann streck dich aus nach dem Heiligen Geist. Du wirst ihn nicht unbedingt im Fernsehen finden. Na, man kann sich auch mit dem Fernsehen berauschen. Nicht berauschen in dem Sinne, dass es so berauschend wäre. Also es ist ja meistens irgendwie nicht sonderlich berauschend, was da läuft. Aber ja, man lenkt sich halt ab, ne? Man verdödelt die Zeit irgendwie. Man kriegt die Zeit rum. Paulus rät uns, verstehe, was der Wille des Herrn ist. Streck dich aus danach, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Und dann wird Folgendes passieren. Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Man kann es auch übersetzen mit in eurem Herzen. Wichtig ist das Herz. Gott will mein Herz. Er möchte nicht, dass ich laut rumsinge. Das kann auch durchaus sein Wille sein und seine Freude. Aber wenn das Herz nicht mitsingt, dann ist ihm das ein Grauen. Dann hält er sich die Ohren zu. Schaff das Geplärr deiner Lieder von mir. Das ist nicht das, was Gott will. Aber er möchte, dass unsere Herzen ihm singen und spielen. Und wo wessen Herz voll ist, das geht der Mund über, so übersetzt Luther das. Ja, wovon das Herz voll ist, da geht der Mund von über. Das kommt raus, das schreit nach Ausdruck. Und es ist auch gut so. Dass wir dem Herrn singen und spielen mit unseren Herzen. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus, ihm Dank zu sagen. Und da komme ich jetzt zurück auf 2. Mose 15, was mir aufgefallen ist. So bestimmte Dinge, die vielleicht selbstverständlich sind, die ich aber mal hervorkehren möchte an diesem Punkt. Wie gesagt, der Gesang ist Ausdruck der Freude, Ausdruck der Liebe zu Gott. Manchmal vielleicht auch ein Ausdruck des Schmerzes, ein besonders starker Ausdruck des Schmerzes, der Sehnsucht nach Gott, nach seiner Wiederkehr. Aber ich fand es interessant und zu mir als Musiker spricht der Vers 1, wenn es dort heißt, damals sangen Mose und die Söhne Israel dem Herrn dieses Lied. Sie sagten. Ich denke, sie haben gesungen. Sie haben nicht gesprochen, sie haben doch gesungen. Und dann, ja, die Noten habe ich nicht, nur den Text. Nur den Text habe ich. Und eben in Epheser 5 haben wir gelesen, redet zueinander im Psalmen und Lobliedern. Also es geht hier darum, wenn ihr singt, dann sprecht, dann sagt etwas. Es geht um die Aussage dieses Liedes. Ich als Musiker mag Musik, weil sie so schön klingt. Ja, sie ist interessant, sie ist spannend, sie ist aufregend, sie ist beruhigend. Sie wirkt auf meine Gefühle. Aber Gott geht es um die Aussage. Gott ist ein wunderbarer Ästhet. Also die Schöpfung, wie er sie geschaffen hat, wenn du dir einen Schmetterling anschaust, ne, dich da mal hinein vertiefst. Judith hat mir irgendwie so ein schönes Bild geschickt, irgendwie von so ein unglaublich wunderbaren Fisch, irgendwie, der in allen Farben schillert. Ein kurioses Lebewesen. Ich weiß es nicht, was es ist. Also irgendwie, es ist erstaunlich. Gott ist so kreativ.
Aber dennoch, wenn es um die Musik geht, Kunst und Musik ist nicht Selbstzweck, sondern sie soll eine Aussage haben. Musik hat eine Aussage. Und ich muss mich dem stellen. Und Gott ist die Aussage wichtiger als die Ästhetik. Das Logos. Jesus ist der Logos, das Wort. Am Anfang war das Wort. Nicht der schöne Klang, sondern das Wort. Ich muss mich dem stellen. Was sagt die Musik? Und deswegen ist es wichtig, dass wir darauf achten, was wir für Musik machen und was wir für Musik hören. Was für Lieder, was für Texte, was sagt dieser Text aus? Und ich kann mir viel Musik und viele Texte anhören, aber dann ist es wichtig, dass ich damit dann auch richtig umgehe. Wenn ich Musik einfach konsumiere, im Sinne von, ich nehme sie, um dadurch meine Gefühle zu beeinflussen oder dadurch meine Gefühlswelt irgendwie aufzupushen oder sonst irgendwas. Ne? Ich nehme irgendwelche Musik, die mir vielleicht passend erscheint, wegen der Musik erscheint sie mir passend. Aber ich achte nicht auf den Text, nicht auf die Aussage. So viele, gerade auch junge Leute, aber auch ältere Leute, hören Musik so, achten überhaupt nicht auf den Text. Ja, ich weiß gar nicht, was da gesungen wird. Ist mir auch egal, ist ein cooles Lied. Wenn du dann aber genauer hinhörst, wenn du dir den Text genauer anschaust, dann merkst du, das ist überhaupt nicht cool. Das ist total gottlos. Wenn ich mich sozusagen, es gibt eine Art von und Weise, mit Musik umzugehen, da mache ich mich eins mit der Musik. Ich lasse sie in meine Seele hineinwirken und ich nehme sie auf und sie wird ein Teil von mir. Ganz besonders ist das merkbar, wenn du einen Ohrwurm hast, oder? Du hast ein Lied rauf und runter gehört und Tage später noch geht es dir durch den Kopf, kommt es dir plötzlich, während du duschst, denkst du so, was singe ich da eigentlich? Wäre es denn nicht gut, wenn aus deinem Inneren ein Loblied erklingt? Was Gott preist, was Gott die Ehre gibt? Oder willst du lieber ein Lied singen, wie es die Welt singt? Lass uns darauf achten, was unsere Lieder, die wir singen, sagen. Weil wir mit dem, was wir singen, sprechen zu anderen, die das Lied hören, was wir singen. Und wenn wir alleine für uns singen zu Hause, dann hört es doch unsere eigene Seele. Wir sprechen in den Liedern, die wir singen oder die wir hören, zu unserer eigenen Seele. Lass uns da wählerisch sein. Wir haben so eine große Auswahl. Und es gibt viele, viele schöne, gute Lieder, die uns ermutigen, die uns auferbauen, die uns in rechter Weise begleiten, die in rechter Weise uns helfen, uns auszudrücken. Und es ist interessant, es sind hier die Israeliten, die durch das Rote Meer hindurchgezogen sind, die gerettet worden sind. Die Ägypter, die singen keine Lieder. Die sind nämlich tot. Wisst ihr, und Paulus sagt uns, die dem Christus Jesus angehören, haben ihr Fleisch samt den Leidenschaften gekreuzigt. Dein Fleisch ist tot. Dein Fleisch sollte keine Lieder mehr singen.
Aber der Geist in dir, das ist ein Sänger im Hauptberuf. Das ist ein Profisänger. Singen will ich dem Herrn. Und das fand ich auch nochmal gut. Es gibt ja diese, jetzt kommt irgendwie die Tage, irgendwann hier dieses amerikanische Fest Thanksgiving. Ne? Alles, was in Amerika ist, kommt ja hier rüber. Ne? Obwohl Thanksgiving kommt nicht rüber. Es kommt ja nur hier dieser komische Verkaufsdonnerstag oder so kommt rüber. Ne? Irgendwie. Black Friday, ne? Also keiner feiert Thanksgiving hier in Deutschland, aber Black Friday, ne? So ein Quatsch. Was? Ja, so ein... Echt, dann ist da doch mal was Gutes, was wir von Amerika übernehmen könnten. Ne, stattdessen nehmen wir Halloween, wir nehmen Black Friday. Ne? Aber warum nehmen wir denn nicht Thanksgiving? Ja, wir haben ja Erntedankfest. Okay, dann brauchen wir ja kein Thanksgiving. Aber wer feiert in Deutschland denn Erntedankfest? Wir im Kindergarten. Ne, in unserem Kindergarten machen wir das. Aber wer feiert denn Erntedank? Seid dankbar in allen Dingen unserem Herrn Jesus Christus. Aber worauf ich zu sprechen kommen wollte, wir kennen Thanksgiving so aus den amerikanischen Filmen. Ne? Und dann sehen wir das auch in den Serien. Dann treffen die sich zusammen, dann essen sie ihren Truthahn und dann sitzen sie alle um den Truthahn rum und sagen, ja, jetzt will ich mal sagen, wofür ich dankbar bin. Und dann sagt jeder, wofür er dankbar ist. Und das ist auch so hohl. Es tut mir leid, das zu sagen. Weil die Leute sagen, wofür sie dankbar sind, sie danken aber niemandem. Seid dankbar dem Herrn. Dankt dem Herrn. Es ist die Beziehung zu Gott, die der Dank. Dank ist ein Teil einer Beziehung. Es ist nicht ein Gefühl. Dankbarkeit ist natürlich auch ein Gefühl. Aber wenn es kein Gegenüber hat, dann ist es ein waberndes Nichts irgendwie. Dankbarkeit, sie gilt jemandem. Und das ist der Hinweis. Viele Menschen kennen den nicht, dem sie dankbar sind. Und sie drücken das dann so aus und sagen, ja, ich bin dankbar dafür. Wie schön wäre es, wenn sie den kennenlernen würden, dem sie dankbar sein können, der sie beschenkt hat. Denn dafür hat er es getan, damit sie ihn kennenlernen. So hat Paulus es ausgedrückt an einer Stelle. Hat er den Heiden gesagt, Gott hat sich nicht unbezeugt gelassen. Er hat euch gute Zeiten und er hat euch gute Ernte gegeben. Er hat euch zu essen gegeben, zu trinken gegeben. Er hat euch hat die Sonne scheinen lassen über euch, hat regnen lassen. Er hat euch Freude ins Herz gegeben. Und er ist nicht weit weg von euch. Ihr könnt ihn fühlen, tasten. Wenn ihr ihn sucht, dann werdet ihr ihn finden. Dankbarkeit ist etwas, das gilt jemandem, das gilt nämlich Gott, unserem Schöpfer, dem Erhalter unseres Lebens, unserem Retter. Also wenn Mose hier singt, singen will ich dem Herrn, dann ist es auch etwas ganz Wichtiges. Meine musikalische Ausdruckskraft, sie soll dem Herrn gehören. Ich will Musik machen, singen für den Herrn. Er hat mich geschaffen, er hat mir dieses wunderbare Instrument in meinen Körper hineingegeben. Es gehört ihm und ihm alleine. Singen will ich dem Herrn. Die Schönheit einer schönen Singstimme, sie gebührt dem Herrn. Aller Schmuck. Alles Gute gebührt dem Herrn. Ihm sei die Ehre. Er hat es geschaffen, er hat es gegeben. Ihm gehört es. Ihm zur Ehre soll es eingesetzt werden. Singen will ich dem Herrn. Denn hoch erhaben ist er. Pferd und Wagen warf er ins Meer. Jetzt kommen wir hier zu dem Kriegsheld. Meine Stärke und mein Loblied ist ja. Ja ist hier die Kurzform von Yahweh. Das wird oft in poetischen Texten benutzt, einfach um das Versmaß sozusagen einzuhalten oder
aus irgendwelchen poetischen Gründen wird gerne mal diese Kurzform benutzt. Wir kennen das aus dem Psalm, vor allen Dingen auch durch diesen Ruf, Halleluja. Halleluja heißt preiset und ja heißt ja. Also ja. Yahweh, Kurzform. Und wenn hier gesagt wird, meine Stärke und mein Loblied ist ja, ist Gott. Gott ist meine Stärke. Nicht meine Muckis sind meine Stärke. Nicht mein Gefühl ist meine Stärke. Nicht mein Verstand ist meine Stärke. Nicht meine Fähigkeiten sind meine Stärke. Nein, wo ich schwach bin, da bin ich stark. Da kann nämlich der Herr in mir stark sein und kann sich als der Starke erweisen. Wir waren völlig schwach, sagt Mose. Wir waren eingekesselt. Wir hatten keine Chance. Wir haben keinen Ausweg mehr gesehen. Und er war die Kraft, die den Sieg errungen hat. Er war die Kraft, die uns gerettet hat. Er war die Kraft, die auch den Feind niedergemacht hat. Und mein Loblied, ja, das, was ich hier singe, das singe ich nicht aus mir selbst heraus, sondern dieses Loblied ist das Lied von unserem Herrn, von unserem Retter. Er ist mein Gott und ich will ihn preisen, der Gott meines Vaters und ich will ihn erheben. Der Herr ist ein Kriegsheld, Yahweh sein Name. Ein Mann des Krieges, ein Mann des Kampfes. Wisst ihr, und Gott ist ein Mann des Kampfes, ein Mann des Krieges. Aber es ist interessant zu sehen, wenn wir später in Offenbarung sehen, dann sehen wir Jesus, den Sohn Gottes, als mächtigen Krieger auf dem weißen Pferd. Und er reitet aus dem Himmel heraus mit seinem ganzen Heer, um einem anderen Heer zu begegnen, dem des Antichristen. Er hat die ganzen Könige der Erde gesammelt. Er hat eine Riesenarmee gesammelt, um Krieg zu führen gegen das Lamm. Und das ist eine alte Frage, immer wieder im Krieg. Wer hat angefangen? Und wir müssen sagen, hier ist es ganz eindeutig. Nicht der Herr zettelt den Krieg an. Nicht der Herr hat den Krieg angezettelt, sondern der Widersacher. Er ist derjenige, der den Krieg anfacht. Er ist derjenige, der aufbegehrt, der Revolution macht und der Menschen dazu anstiftet, in Revolution zu gehen. Der Krieg geht nicht vom Herrn aus, aber Gott widersteht dem Hochmütigen. Er geht mit seinen Armeen ihnen entgegen und er löscht sie alle aus. So wie er es hier getan hat, am Meer. Der Pharao mit seinen Soldaten hinterher, auf sie mit Gebrüll. Wir wollen sie fertig machen. Sie sind entkommen, hinterher. Wir werden sie noch erreichen. Gott musste eingreifen. Gott musste dieses Heer vernichten, um sein Volk zu schützen und zu bewahren. Und er ist der Kriegsmann. Er hatte zu Mose hat er gesagt, der Herr wird für euch kämpfen, ihr werdet stille sein. Er ist der Kriegsherr. Und so ist es auch in Offenbarung 19. Das Schwert geht aus dem Munde Jesu, es ist sein Wort, das zweischneidige Schwert. Er spricht ein Wort und diese Armeen werden niedergemetzelt. Seine Truppen, die tun gar nichts, die sind nur mit ihm. Der Herr ist derjenige, der den Krieg führt. Und jetzt noch einmal zurück auf zurück auf unseren Kampf bezogen, in dem wir stehen. Jesus ist der wahre Kriegsherr.
später in Offenbarung. Aber schon als er hier auf Erden war, war er der Kriegsherr. Er war der Stärkere, der die Dämonen ausgetrieben hat. Er hat den Starken gebunden und hat ihm alles weggerissen, was er hatte. Und er hat mit seiner ganzen Macht der Liebe die Finsternis, die Sünde überwunden, die Macht der Sünde überwunden am Kreuz von Golgatha durch seinen Tod. Und wisst ihr, diesen Kampf, den hat er gekämpft mit den Mächten und Gewalten. Wir sehen es in Psalm 22, wie er das beschreibt, umringt von diesen Dämonen, von der Finsternis so geplagt, gedemütigt und erniedrigt. Auch mit den Menschen, mit allen Versuchungen des Teufels, aus diesem Leiden heraus zu fliehen. Und das Opfer nicht zu bringen, wozu ihn sein Vater berufen hatte. Aber er hat es vollbracht. Es ist vollbracht. Er hat es dargebracht. Er hat den Sieg errungen. Und das ist das, was wir feiern jetzt. Wenn wir Abendmahl nehmen, dann singen wir das Rettungslied. Wir singen das Lied von unserem Kriegshelden, der den Sieg errungen hat. Und es ist nicht nur ein Sieg damals, sondern es ist ein Sieg, von dem du heute leben kannst. Wie gesagt, es geht darum, dass du diesen Sieg, der am Kreuz errungen wurde, anwendest auf dein Leben heute, immer und immer wieder. Indem du daran festhältst und sagst, ich bin eine neue Kreatur in Christus. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und wenn der alte Adam wieder hochkommen will und seine Herrschaft wieder beansprucht in deinem Leben, dann sagst du, du bist tot, du bist im Meer versunken. Du singst das Rettungslied und hältst deinem Fleisch das Schicksal Pharaos vor. Das ist passiert am Kreuz von Golgatha. Da bin ich gestorben. Da ist mein Fleisch gekreuzigt worden. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Jesus, wir danken dir, dass du den Sieg errungen hast. Wir preisen dich. Wir beten dich an, wir loben dich. Wir wollen ja in Lobliedern reden. Wir möchten sie gerne singen, Herr. Und du siehst, wie schwierig das im Moment alles ist, aber ja, hilf du uns, erinnere uns durch deinen Heiligen Geist daran, dir Loblieder zu singen, dich zu ehren, wie es dir gebührt, dem Heiligen Geist in uns Ausdruck zu verleihen, durch unsere Stimme, ihm, dem Heiligen Geist unsere Stimme als Instrument zu überlassen, sodass er darauf musizieren kann. Dir zur Freude, dir zum Lob. Wir wollen dir danken für deine große Güte und Gnade und Barmherzigkeit in unserem Leben. Wir danken dir für die Rettung, die du vollbracht hast. Wir danken dir für die Rettung, die noch kommen wird. Wir danken dir, dass wir das jetzt feiern können im Abendmahl. Amen.